Zapzarab, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein GVC, ein Video und DVD-Player, so ein Kassettenrekorder und DVD-Player in einem. Ja, das gute Stück habe ich auf dem Sperrmüll gefunden. Es lag darum, wie wir sehen können, ist das Ding schon ja leicht zerkratzt. Dann haben wir hier so viel Dreck drauf. Das Ding stand bestimmt 3 Tage im Regen. 3 Tage im Regen und jetzt stand das Ding 2 Tage in meinem Zimmer. Ich musste sicher gehen, dass das Ding komplett trocken ist. So sieht das gute Stück natürlich von hinten aus. Die Vorbesitzer haben das Kabel gekappt, damit es kein anderer verwenden kann. Und jetzt ist die Frage, ist das Ding defekt? Haben die deswegen das Kabel durchgeschnitten? Oder gönnen die einfach den anderen Leuten nichts? Und wenn die es selber nicht behalten, soll es kein anderer kriegen, sondern nur die Schrottpresse oder der Zerleger, keine Ahnung. Also habe ich mir gedacht, ich habe erst die ganze Zeit überlegt, soll ich das Ding mitnehmen, soll ich das Ding nicht mitnehmen? Ist jetzt im Endeffekt nichts Besonderes, ist halt nur so ein altes Ding. Aber was ich dann dachte, hey, irgendwo habe ich hier dieses Kabel liegen. Vielleicht habe ich Glück und es passt genau da rein, weil das Kabel ist aus einem Fernseher. Es hat hier genau dieselbe Buchse, die man hier braucht, um anzuschließen. Hinten ist auch so ein Dings. Könnte von der Größe her passen, aber wir werden sehen. Ich werde jetzt das Ding auseinandernehmen und dann können wir uns erstmal reinschauen, wie es drinnen überhaupt aussieht. Weil ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, wie so ein Ding von innen aussieht. Ich hatte das Bedürfnis gehabt, jetzt mal reinzuschauen und euch zu zeigen, wie das aussieht. Also machen wir das Ding auf und dann geht's weiter. So, meine Lieben, die Schrauben haben wir alle gelöst. Jetzt schauen wir mal da rein. Und so sieht das gute Stück von innen aus. Das ist die ganze Technik. Hier sehen wir natürlich ordentlich viel Platz, weil da die Kassetten reinkommen. Hier DVD, gar nicht mal so viel Platz, vielleicht die Hälfte davon. Aber sieht echt cool aus. Was mir besonders gefällt, ist hier diese Scheibe. Die sieht echt geil aus. Ich glaube, das ist der Laser von dem Videoband. Aber okay. Jo. Und wie ich vermutet habe, wir können mal schauen, da ist das Kabel, was hier durchschnitten wurde. Das können wir hier einfach lösen. Moment, ich muss mal kurz auf Pause drücken. So, so wie ich es mir gedacht habe, das ist das gekappte Kabel hier. Das ist mein Kabel, was ich aus einem Fernseher ausgebaut habe, bei einem defekten. Und wie wir sehen, passen die genau zusammen. Wir können das also da reinstecken und versuchen, das Ding anzuschmeißen. Und da bin ich wirklich gespannt, ob das Ding angeht oder irgendwas explodiert oder das Ding in Rauch aufgeht. Ihr könnt schon mal raten, wird das funktionieren oder wird das nicht funktionieren. Ich bin selber da total gespannt. Ich werde jetzt gleich alles anschließen. Dann stecken wir es drin und dann lassen wir uns überraschen, ob das Ding jetzt funktioniert, wenn ich einfach nur das Kabel austausche oder ob das Ding nicht funktioniert. Wenn es funktioniert, dann freue ich mich wie ein Honigkuchen. Dann habe ich wieder mal was auf die Reihe gekriegt. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Also, los geht's, Leute. So, wir haben das Kabel hier angeschlossen. Das steckt da drin, passt genau perfekt rein. Das einzige Problem, was wir haben, das Ding ist ein bisschen zu klein. Also kann das hier nicht eingerastet werden richtig. Aber überhaupt nicht schlimm. So, wir werden jetzt versuchen, das Kabel hier reinzustecken. Ich stelle mal schon mal die Kamera dahin, um zu sehen, ob sich da was tut oder nicht. Achtung, Achtung, ich stecke rein. So, und, oh, irgendwas leuchtet schon. Da dreht sich schon was. Also, hier, unglaublich, oder? Schaut euch mal an, das Ding dreht sich da. So, und was muss ich denn jetzt machen? CH1, was heißt jetzt CH1 Programm? Ach, guck mal eine an, hier hast du auch noch Fernsehen. Tatsächlich ist das hier wie so ein Receiver noch dabei. Guckt euch das mal an, das glaube ich doch nicht. Man kann sogar Fernsehen drüber gucken, oder was? Alter Schwede. Also Kassetten habe ich nicht, Kassette kann ich auf jeden Fall nicht testen, obwohl ich ständig auf dem Sperrmüll Videokassetten sehe und nie irgendwie eine mitnehme, um zu testen. Ja, so, machen wir das Ding auf. Ich habe hier natürlich eine DVD, die ich jetzt mal rein. Ja, die einzige DVD, die sich bei mir im Haus befindet, ist natürlich Futurama. Ich bin ein großer Fan von Futurama. Ich liebe Futurama. Ja,
Deswegen Futurama wird drin geschoben. Also testen wir es jetzt. Ich habe leider keine alten Kabel, um jetzt anzuschließen. Aber die DVD dreht sich auf jeden Fall ganz übelst schnell. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob sich da was tut oder nicht. Ich drücke mal Play. Stopp. So. Aha, also das ist der Rekorder. Das heißt, man könnte theoretisch jetzt von Videokassetten auf DVD was aufnehmen. Ja. So, aber irgendwie tut sich da jetzt nichts. Vielleicht müsste ich das Ding irgendwie an den Fernseher anschließen, um zu testen. Aber das macht komische Geräusche. So, also wir haben das Ding auf jeden Fall schon mal zum Laufen gebracht. Jetzt müssten wir nur noch rausfinden, wie das Ding richtig funktioniert. Ah, guck dir das mal an, mein Freund. Man muss ja hier auch draufdrücken. So funktioniert der Hase. Play. Play. Also, Moment. So, egal, das kriegen wir noch raus, wie das funktioniert. Auf jeden Fall wird das angezeigt. Vielleicht muss der Laser noch sauber gemacht werden. Aber ich würde mal sagen, ciao Kakao, Leute. Seht ihr, man muss nur ein Kabel austauschen und schon funktioniert das ganze Ding. Finde ich geil. Vielleicht werde ich damit noch was machen. Keine Ahnung. Also, schreibt in die Kommentare, was ihr von diesem Ding hält.